Recht herzlich willkommen zurück zum nächsten Part Assassin's Creed Valhalla. Im letzten Part haben wir hier so ein Ei, Fragezeichen, Stein, was auch immer aufgenommen. Das haben wir schon behitzt sozusagen. Wir haben eine Fackel da drauf geworfen. Falls ihr das nicht gesehen habt, schaut gerne in den letzten Part rein. Und jetzt sollen wir es wässern. Haben wir da unten eine Wasserquelle? Ich weiß es. Wie komme ich denn am blödsten hier runter? Ich dachte, das soll so ein Vorsprung sein. Kann fokussieren. Das Fundament steht bereits. Der Baumeister arbeitet schnell. Zu schnell. Okay. Hier komme ich aber nicht. Wie komme ich runter mit dem Scheißding? Das war ein Fehler. Das habe ich auch gesehen. Ach, kann ich das werfen? Moment. Tragen? Vielleicht kann ich es werfen und dann. Ah, ich kann es wirklich werfen. Geronimo! Ich muss Ivaldi die Wurzel besorgen, bevor sie zu fest sitzt. Okay, ich würde sagen. Mal sehen, was du damit anfängst, Ivaldi. Das haben wir ganz gut gemacht. Auch eine weirde Quest. Wir haben im letzten Part schon Katzen gejagt auch. Mega, sprich mit Waldi. Oder Ivaldi oder Waldi, weiß was ich, Waldi. Wir reisen zu dem. Müssen wir mal gucken. Ja. Sehr, 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 sehr merkwürdig das Ganze. Aber. Gut. So, da runter. Ich glaube, wir sind von dem Ort hier schon öfters runtergesprungen wie von noch keinem anderen Ort in dem ganzen Let's Play. Das ist auch eine Leistung, die sich dieser Ort einverleiben darf. Aber ja. Ich habe auch mal was in den Optionen umgestellt. Manchmal sah es ja so aus, dass die Texturen noch nachladen. Ich dachte, ich habe dieses adaptive Qualitätsgedöns noch an. Das bedeutet, dass das Spiel automatisch. Wo renne ich eigentlich hin? Hä? Ach, dann Waldi da oben. Dass das Spiel automatisch die Texturenqualität anhand der Frames ermittelt. Das hatte ich. Warte mal, hier unten? Wie komme ich da hin? Oder ist das doch der Eingang hier? Was wollte ich sagen? Ach ja, diese adaptive Qualitätseinstellung. Die war aus. Ich habe sie jetzt mal angeschaltet. Mal gucken, was passiert. Gell? Viel schlechter denke ich nicht, dass es wird, weil die Grafikkarte reicht im Normalfall locker aus. Oh, wobei die jetzt gerade ganz schön. Warum stößt denn die an ihr Limit? Ich bin gleich wieder da. Moment. So, weiter geht's da, wo wir stehen geblieben sind, beim Schmied sozusagen. Mal gucken, was der uns jetzt andrehen möchte. Oder wir haben ihn ja aufgetragen, eine Kette zu schmieden, aber mal gucken, wie gut das funktioniert. Bring ihn her. Ja, hier hast du alles. Ich habe alles gefunden, wonach du verlangt hast. Wie schnell hast du dieses unzerreißbare Seil fertig? Sobald es fertiggestellt werden möchte. Diese Art von Magie darf man nicht drängen. Sie fließt in ihrem eigenen Tempo. Komm zu mir, wenn es bereit ist. Übrigens, nach unserem Gespräch über den Huger kam mein Vetter mit seiner eigenen Geistergeschichte. Ich glaube nicht an Zufälle. Dies ist also kostenlos. Was hat er gesagt? Borin, der Mann seiner Schwester, trank Met aus Jötunheim und sein Huger landete in einer Ziege. Der Geist eines Zwergs im Körper einer Ziege? Noch seltsamer war, dass seine Schwester nichts bemerkt hat. Javi! Oh. Zieh mich da nicht mit rein. Der Turm ist fast vollendet. Sei unbesorgt. Es bleiben nur wenige Stunden. Und doch zu viele. Ich fühle, wie sich die Falle um mich schließt. Die Falle zu erkennen, ist der erste Schritt, sie zu umgehen. Es kümmert dich nicht, wenn ich mit diesem Baumeister vermählt werde, oder? Ich schätze meine Königin, kein Grund zur Sorge, es wird keine Hochzeit geben. Richtig. Ich frage mich überhaupt, wie hatten wir das jetzt so schnell geschafft? Hab keine Angst, Freya. Was auch immer heute geschieht, deine Vermählung mit dem Baumeister gehört nicht dazu. Hab wenigstens den Anstand, deinen Vertrauensbruch zuzugeben. Es war falsch von mir, dich so zu benutzen. Ich werde den Baumeister stellen und die Wahrheit aus ihm herauspressen.
Eine schwache Entschuldigung, aber fürs Erste soll sie mir reichen. Puh. Wenn du mit dem Baumeister fertig bist, solltest du dich um Loki kümmern. Er hat jede Gelegenheit genutzt, uns tiefer hineinzureiten. Wenn Loki Ränke schmiedet, sorge ich dafür, dass er bestraft wird. Blutschwur hin oder her. Finde ich, hier hat man immer das Gefühl, das ist so auf Lava laufen. Da, ihr wisst schon, das Spiel, was man da kennt. Der krönende Abschluss, neue Quest. Ein schöner Name für eine Quest. Ich glaube, das wird die heutige Titelfolge. Wenn wir die Quest zumindest größtenteils zum schaffen. Wir müssen mit dem sprechen. Dazu gehen wir wieder mal hier hoch. Mein Lieblingsaussichtsturm von allen, die wir bis jetzt im Spiel gefunden haben. Von dort springen wir wieder ins Wasser. Wir kennen das altbekannte Prozedere. Ihr auch. Und wir freuen uns alle jedes Mal. Aber ist ein cooler Sprung. Ich glaube, man soll den auch so häufig benutzen. Weil es wahrscheinlich der höchste im ganzen Spiel ist, kann ich mir vorstellen. Ich würde zumindest interessieren, wenn ja, was oder welcher noch höher ist. Jetzt, werden wir uns da eben zum Turm aufbegeben und mal gucken, was der Baumeister sagt oder wie er reagiert, indem wir ihm mitteilen, ja, also pass mal auf, so wie du dir das vorstellst, so läuft das nicht. Oh, warte mal, der Turm ist wirklich fast fertig. Ja, der, also als wir da oben waren, um das Ei zu holen, war der noch nicht so weit. Wo ist denn der hier? Der hat schnell gearbeitet. Wie ist das möglich? Haben wir ihm nicht sogar 6 Tage gegeben oder so? Fast eine ganze Woche? Der hat nicht immer einen Tag so gefühlt gebraucht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also behalten könnt ihr ihn eigentlich als Baumeister. Huch, hat es da gerade geruckelt? Ich weiß es gar nicht. Wie sieht es mit den... Nö, passt alles. Wir haben über 60 Frames. Das hält er auch schön mit den FPS ein, also mit der Begrenzung. Passt alles. Hintere Holm. Okay. Achso. Ich muss sehen, was du siehst. Da ist der Baumeister. Hallo, Herr Baumeister. Also wir haben da ein Problem. Aber ihm wohnt ein gewisser Glanz inne. Nun denn, wo ist meine Königin? Ja, also da, Du bist fertig? Der Turm ist einsatzbereit? Eine Rune fehlt. Ich füge sie hinzu, sobald ich vermählt bin. Mal gucken, was Ivar sagt. Die Arbeit abzuschließen. Allein hättest du es so schnell nicht schaffen können. Unsere Übereinkunft hat mir Hilfe von außen nicht verboten. Nun, wo ist Freya? Das Warten ermüdet mich. Hilfe von außen? Interessante Wortwahl. Sei gegrüßt, Havi. Sei gegrüßt, Baumeister. Wir bringen dir deine Braut. Okay, Thor weiß schon, was passiert. Meine Angebetete. Warum grinst sie so schelmenhaft? Sie freut sich, dich zu sehen. Sie hat keinen Appetit. Es verlangt ihr nach dir. Du widerst sie an, Ich würde ja generell sagen, es verlangt ihr nach dir. Du widerst sie an. Es verlangt ihr nach ihr. Nein, ich würde generell sagen, du widerst sie an. Allerdings hat Thor mir zugeblinzelt. Ach komm, wir sagen es dritte. Sie hat zugestimmt, dich zum Wohle Asgards zu heiraten, doch die Idee behagt ihr nicht. Tatsächlich findet sie dich ziemlich abstoßend. Wenn sie hofft, mich damit von dieser Verbindung abzubringen, muss ich sie enttäuschen. Ich bin fest dazu entschlossen. Genug geredet. Wir haben unseren Teil der Abmachung eingehalten. Wirst du deine Arbeit beenden? Verzeiht, doch warum hat sie solch wilde Augen? Sie hat etwas von einem Tier. Das ist jetzt sehr frech. Sie hat nicht geschlafen, sie träumt von dir, sie leidet unter Albträumen. Wenn wir sagen, sie leidet unter Albträumen von ihm, wäre das möglich? Also, man kann es ja mal versuchen, gell? Die Kunde ihrer Verlobung versetzte sie in einen Wachschlaf.
Sie zieht diesen Traumzustand der hässlichen Wirklichkeit vor. Es wird ein raues Erwachen, wenn sie sich nicht freien Willens fügt. Ich werde nicht sanft zu ihr sein. Schinde keine Zeit und küss sie endlich. Besiegle deine Verlobung. Ja, ein Kuss. Ein kleiner Vorgeschmack auf das Festmahl. Deine Lippen sind zwei Kissen auf einem Bett aus Rosenblüten. Und deine so kalt und rau wie ungeschliffener Stein. Was ist das für ein Trick? Was nicht? Ihre Stimme, sie ist garstig. Mir wurde gesagt, sie wäre verführerisch. Von einem Wolf. Betrug! Bringt mir die echte Freya oder ich ziehe mein Angebot zurück. Ich bringe mich selbst, wenn es dir recht ist. Freya, du musst ihr doch nicht... Ihr habt kaum etwas, Aesir. Nur dieses nutzlose Denkmal eurer Unfähigkeit. Du warst ein guter Junge, Thor. Verspiel das jetzt nicht. Und du, Harvey. Du hast angedeutet, du hättest einen Plan. Ich hoffe von ganzem Herzen, es war nicht dieser. Du wurdest missbraucht, meine Taten sind gerechtfertigt, das Ergebnis ist nicht festgeschrieben. Also das wurde hier schon mal gar nicht. Meine Taten sind gerechtfertigt, also sowas, nein, sowas ist nicht gerechtfertigt. Das Ergebnis ist nicht festgeschrieben. Oder du wurdest missbraucht. Also du wurdest missbraucht, kann in zweierlei Arten gehen. Einmal, wir sagen sie, oh, du kannst ja gar nichts dafür, musst aber trotzdem. Oder du wurdest missbraucht, so nach dem Motto, jetzt entscheide du selber. Das möchte ich eigentlich erreichen. Also ich möchte eigentlich nicht, dass die vermählt wird. Ich soll selber entscheiden können. Das Ergebnis ist nicht festgeschrieben. Noch bist du niemandes Preis. Wenn dieser Plan misslingt, kämpfe ich für dich, bis meine Sehnen reißen und meine Knochen brechen. Habt ihr dieses traurige Schauspiel nur für mich ausgehängt? Da spielen sich ja auf dem modernden Kadaver eines Schweins bessere Dramen ab. Beende deine Arbeit oder leide. Keine Freya, kein Schild. Nach Hilhelm mit ihm, Harvey. Ich weiß, wo er seine Zauberfarbe aufbewahrt. Okay, dann holen wir die. Ist der Wolf eigentlich? Tür. Behaltet unseren Gast im Auge. Freya, ich hoffe, wir beide können uns nachher unterhalten. Ja, und ich glaube, da ist eine Entschuldigung fällig. Von Harvey. Warum trägst du noch immer Freyas Gestalt? Zur Erinnerung, um wen es geht. Verwandle dich zurück. Es ist verstörend. Wohin gehen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht pausenlos beobachtet. Also du weißt nicht, wo seine Vorräte sind? Ganz sicher in der Nähe. Er hat dieses Gebiet nie verlassen. So gut wie nie. Okay. Was siehst du da oben, Sönin? Wir haben hier nichts. Loki bemerkt ein Treiben südlich des Turms. Sind wir hier südlich? Ja, wir sind südlich unterwegs. So. Die Farbe. Wir brauchen Farbe. Wundert ja, dass wir das hier nicht damit sehen. Vielleicht da hinten? Er merkt ein Treiben südlich des Turms. Es ist denn auch ein... Er merkt ein Treiben. Das ist dann nur... Also, es, was mich noch mehr verwundert. Treiben schreiben die groß. Das heißt, das muss sich ja um einen Nomen handeln. Was ist denn Treiben für ein Nomen? Können wir, also sollen wir von der Insel runter? Ne, warte mal, 80 Meter in die Richtung. So. 80 Meter in die Richtung. Das muss ja dann irgendwie hier sein. Das hier vielleicht? Der Baum? Nö, hier oben? Ich habe mich verwundert, halt diese 80 Meter. Da? Vielleicht? Irgendwas Blaues? Hä?
Nö. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Hab keine Ahnung, wo ich suchen soll. Ehrlich gesagt. Hier haben wir noch blau. Nö. Ich weiß auch nicht, was ich suchen soll. Das ist so ein bisschen mein Problem. Also, achso, Glück gehabt, Spahn. Viel Glück hattest du. Ich hab wirklich keine Ahnung. Hier vielleicht noch was? Das sieht doch gut aus. Wir haben das Nest des Wurms gefunden. Sind das die Haustiere des Baumeisters? Sinnlos. Warte, der hat seine Basis geschützt? Clever. Hey. Schön, wenn Gott damit macht. Sind doch wahr. Da hinten ist eine Tür. Ich will sie einzuschlagen. Da bin ich dabei. Lass uns reden. Warum? Wieso sollen wir reden? Okay. Was sorgt dich, Harvey? Loki, kanntest du diesen Baumeister, bevor wir ihn bei Heimdalls Turm trafen? Ob ich ihn kannte? Als Freund? Oder seinen Namen? Hast du ihn eingeladen? Das hab ich. Ja, er rettete meinen Sohn aus Jötunheim, also brachte ich ihn her und half ihm Arbeit zu finden. Das ist alles. Bring das in Ordnung, Loki. Oder der Blutschwur, der mich bindet, ist verwirkt. Für dich und deinen Sohn. Ist das klar? Wie der wolkenlose Himmel, Harvey. Das war eine interessante Metapher. Wie der wolkenlose Himmel. Schön. Mehr Wild. Geh weiter. Berggebiet? Sehr beruhigend. Boah, was? Ich gehe am besten bei Hymias Blut. Moin. Hey, das ist frech. Und der Hase. Warte mal, was? Was ist das für ein Hase? Aua. Ich bräuchte Pfeile. Durch diese Blitze siehst du einfach gar nichts. Ist noch einer da? Wir haben hier noch jemanden. Oder irgendwas. Ah ne, das ist die Farbe. Ah. Ich habe die Farbe. Gut, der hatte irgendwie richtig Pech im Leben. Ich gehe am besten leise vorbei. Wieso? Wir können jetzt einfach raus. Let's go. Oh, wir haben hier einen Schatz. Gut, plündert. Nehmen wir mit. Tränenstein. Reichtum erworben. Das erste in dem ganzen Gebiet. So, bringe die Farbe zum Turm. Das sollten wir hinkriegen. Ist ein bisschen, ich weiß nicht, dieser Effekt hat zwar auch einen Namen, aber ich weiß nicht, wie es ist, aber dieses Blenden, sage ich jetzt mal, von einem dunklen Gebiet zu einem hellen, ein bisschen krass vielleicht, oder? Haben wir seine Fähigkeiten nein. Auf deinen Rat hin. Finde einen Weg, seine Arbeit zu behindern, sonst biete ich ihm dich als Lohn. Steht zu Dienst, Rabengott. Ach, kommen da noch mehr? Ich laufe einfach. Sollen sie mal machen. Möchtest du dieses Puma-Kätzchen da mal wegschaffen? Frag für einen Freund. Du musst an. Ach, du musst anonym. Willst du kurz mal die Sache. Ach so, ablehnen. Hast du es jetzt, Harvey? Du bist ein Gott und brauchst so ewig lange. So macht man das. Einmal zack. Zack. So. Nehmen wir wieder auf. Ach, da ist der Baumeister wieder. Oder was? Ja. Ihr habt meine Falle überlebt. Wie enttäuschend. Eindringlinge aus Jötunheim. Wir haben sie erledigt. Bei Buris Hodensack kann ich ihn jetzt töten? Wir brauchen diesen Blender nicht. Wir stellen den Turm einfach selbst fertig. Er braucht meinen Huger.
Ich bin durch die Magie eures Reiches an ihn gebunden. Du hast unser heiliges Wasser entweiht. Wir haben jeden Grund, dich zu töten. Sehr schlüssig. Man sollte dich den Gott des Rückblicks nennen. Allwissend im Nachhinein. Ich beende die Inschrift. Baumeister, du bleibst bei mir. Ihr anderen geht. Elhas, zum Schutz. Dankeschön. Du feiger Wurm, Geißel meiner Sippe. Du brachst Eide und Schädel. Ich habe diesen Turm nicht gebaut, um deine Feinde fernzuhalten. Ich baute ihn, um dich einzusperren. Nein, ich habe gar keine Pfeile. Willst du mich verarschen? Hui. Ihr Leben war der Preis für ihren Hochmut. Der ist, Sein Kopf ist ungeschützt. Wie komme ich daran? Ja, das ist das Problem bei... Aua. Das, ist auch ein Problem. Oh nein. Das war dumm. Je. Was? Ich soll wirklich seinen Kopf beschießen? Gut. Das war nix an der Stelle. Jetzt ist er leider nicht mehr da. Ist so verwundbar. Aua. 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 Warte, hä? Was ist das? Oh, lol. Was war das Geiles? Hä? Der hat doch so den ein oder anderen Pfeil in seinem Kopf stecken. Du hast die neuen Welten geschaffen, doch du beherrschst sie nicht. Sie beherrschen? Ich wünsche nur, sie zu überleben. Aua. Fast. Hat er gerade das B-Wort gesagt? Aua. Weiß ich habe ein Problem, glaube ich. Hilfe, ich würde gerne hier raus. Aua. Wie komme ich denn hier raus? Das war halt richtig frech. So. Baumeister, was machst du jetzt? Au, ich muss glaube ich hier nach hinten dodgen. Ja, ich sollte nach hinten dodgen, was mache ich? Erstmal nach... Nein! Aua. Habe ich hier nochmal so ein Ding? Au. Aua. Okay, irgendwie. Das ist halt echt strong. So, jetzt komm. Ah, okay, das bleibt nur, wenn ich da drin bin. Okay, das schaffen wir aber easy. Ach, ich habe keine Pfeile mehr. Hilfe! Bitte, kein Fallschaden. Danke. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen gecheatet. Holen wir mal kurz die Pfeile. Ich möchte ihn gerne aus der Luft töten. Oh nein, nein. Komm, nicht in der Ecke. Aua. Okay, ich hab's mir anders überlegt. Ich werde dich so töten. Und seine Magie stirbt mit ihm. Beunruhigt dich das, Trickreiche?
Was willst du andeuten? Steckst du dahinter, du ehrloser Verbieger der Wahrheit? Was weißt du schon von Ehre, Freya? Du hattest mehr Männer in deinem Bett als Midgards Hallen fassen. Ausgerechnet, du urteilst über fleischliche Gelüste? Du hast einen Wolfswelpen gezeugt. Ich werde mich doch nicht vom Herrn der Kleinlichkeiten maßregeln lassen, dessen Lanze sich regt, wenn er Gesetze zitiert. Und bevor du mit deinem Hammer drohst, Thor, denk daran. Ohne ihn wärst du nicht mehr als ein Troll, nur doppelt so dumm. Oh. Du eitriger Hodensack voll der faulichsten Absonderung von Ymirs Leiche. Kein Schwur lässt mich so etwas erdulden. Der Satz hat gesessen. Und doch wirst du ihn nicht brechen, Harvey. Das kannst du nicht. All deine Mühen, dem Schicksal zu entrinnen, werden dich nur weiter auf seinem Pfad voranbringen. Wenn du nicht aufpasst, wirst du womöglich zum Quell deiner eigenen Vernichtung. Lass ihn. Er wird kaum Schaden anrichten, solange sein Sohn in Gefangenschaft ist. Stopfen wir ihm das Maul mit Eisen, dann hört er auf zu plappern. Was nun, Weisester? Wir sind wieder zurück am Ausgangspunkt. Ragnarök kommt und wir sind nicht sicherer als zuvor. Es gibt vielleicht eine Lösung in Jötunheim. Sie nennen es Huga-Magie. Ich werde dorthin reisen, um es selbst zu sehen. Bis ich die endgültige Fessel habe, darf Lokis Sohn diese Insel nicht verlassen. Bald wird sie als Zuflucht aller Wölfe dienen. Ich wache über ihn, als wäre er mein eigener Sohn. Dann überlasse ich das Reich deinen fähigen Händen, meine Königin. Sollte ich selbst mit leeren Händen zurückkehren, werde ich mich dem Schicksal fügen. Schön gesagt. Und generell wird in solchen Situationen wieder mal klar, dass nicht alle Freunde nur Gutes im Sinn haben. Und man stets aufpassen sollte, wen man als Freund hat. Was ist denn? Durchschreite das Tor nach Jötunheim. Was ist das hier? Nee. Nee, das ist Aufwachen. Okay, wir springen da hoch und dann geht's da runter. Dann geht's ab. Tief. Bergab. ja, aber eine interessante Story, muss ich sagen. Also, gefällt mir die Storyline aus dem Gebiet sozusagen. Und es geht auch vor allem gefühlt zumindest länger als die anderen Storylines. Aber kann auch sein, dass ich das dadurch, dass ich es einfach an mehreren Tagen aufnehme, dass es mir so vorkommt. Ich glaube, wenn man es an ein Stück spielt, ist das immer noch ein bisschen schneller abgearbeitet, als wenn man das so macht wie ich. So, gut, dann schauen wir mal, was da hinten bei dem Tor ist. Dazu müssen wir wieder diese leuchtende Brücke überqueren. Mir gefällt es auch, dass wir hier so einen Hirsch haben. Der ist deutlich cooler als das normale Pferd. Was wir in der richtigen Welt haben, ist ja hier eigentlich so eine Art Gotteswelt. Daher ja, würde ich sagen, passt das schon, wenn ich sage, dass das hier die Gotteswelt ist. Ich hoffe, der wie nennt Asgard? Mir hat der Begriff halt Asgard auch davor noch nichts gesagt. Wahrscheinlich ein ganz bekannter Ort, wenn man sich mit der Saga auskennt. Aber für mich war es halt was Neues. Aber kriege ich den Skin vielleicht? Ich frag mal. Frag für einen Freund. Hat auch was. Warte mal. Nein, das das war Uplay. Hallo? Wie schließe ich das? Hallo? Ich verlassen? Y? Mein Controller wird. Was? Hallo? Hallo? So, da sind wir wieder. Ich, also keine Ahnung, was da los war, aber ich musste das Spiel einfach neu starten. Kann natürlich sein, dass ich zu dumm war, den Uplay-Launcher zu schließen, aber also das hatte ich auch in dieser Form noch nie erlebt. Passt natürlich allgemein sehr gut ans Ende der Folge. Warum ist das Tor wieder offen? Und warum ist das so absolut laut?
Ja, ich würde sagen, im nächsten Part betreten wir dann das Gebiet von Jüttenheim. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, euch passiert nicht dieser Fehler mit Uplay. Und dann sieht man sich im nächsten Part wieder. Bis dahin, habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut. Tschüss.